Ob nun im Dschungel, beim Diplomatenempfang in der Hauptstadt oder mit aufgeregten Teenagern bei einem Workshop. Die Mitarbeiter der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit sind weltweit im Einsatz für Demokratie, Menschen- und Bürgerrechte sowie freie Marktwirtschaft. Sie treten ein für Rechtsstaatlichkeit, gute Regierungsführung und friedliches Konfliktmanagement. Die Frauen und Männer der Stiftung für die Freiheit arbeiten dabei oft unter schwierigen, ja manchmal sogar bedrohlichen Bedingungen. In Asien ist die Stiftung mit 2 Regional- und 10 Projektbüros vertreten. Je nach Land und Region werden gemäß Situation und Strategie unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Wir arbeiten hier mit Partnern seit vielen Jahren zusammen in unterschiedlichen Bereichen. Das Grundziel immer die Förderung liberaler, demokratischer Zielsetzungen, aber auch der Menschenrechte, der Zivilgesellschaft und der wirtschaftlichen Freiheit und allgemein der Vorstellung, dass wirtschaftliche Freiheit und der Markt nicht das Problem, sondern sehr wohl die Lösung des Problems beinhaltlichen kann und auch zu Entwicklung führen kann. Ein Grundstock unserer Arbeit sind stabile Partnerschaften mit lokalen Partnern. Als liberale Stiftung folgt FNF dem Prinzip der Subsidiarität. Entscheidungen werden auf der möglichst niedrigsten Ebene getroffen. Demnach beurteilen und beschließen unsere Projektleiter vor Ort die meisten Sachverhalte selbst. So können sie schnell, kostengünstig und den Verhältnissen vor Ort am besten angepasst Vorhaben in die Wege leiten. Geleitet und betreut werden sie dabei von den Regionalbüroleitern, die zudem die Regionalprogramme steuern. Wir arbeiten auf regionaler Ebene mit politischen Parteien, mit einem Netzwerk von politischen, liberalen, demokratischen Parteien zur Stärkung von Demokratie, zur Professionalisierung demokratischer Politik. Wir arbeiten mit einem Netzwerk von Menschenrechtsorganisationen zur Stärkung des Menschenrechtsmechanismus im Rahmen der Staatengemeinschaft ASEAN. Und wir arbeiten mit Thinktanks und wissenschaftlichen Instituten zum Thema Wirtschaftsfreiheit in Asien. In ihrem Engagement in Asien unterstützt sie ein Team in der Hauptgeschäftsstelle in Potsdam am beschaulichen Gribnitzsee. Aufgrund der großen Entscheidungsbefugnisse auf Projektbüroebene ist das Referat Asien und Menschenrechte minimalistisch ausgestattet, sozusagen gelebtes Lean Management. Hier werden Projektanträge bearbeitet, Verwaltungsfragen geklärt und Berichte geschrieben. Aber auch die spannenden und aktuellen Brennpunktberichte, tiefgründige Analysen wie der Hintergrund oder das halbjährliche Magazin Global und Liberal und der Fokus Menschenrechte finden hier ihren letzten Schliff, bevor sie an interessierte Leser kostenfrei versandt werden. Darüber hinaus ist das Referat Asien und Menschenrechte auch Botschafter der insgesamt herausragenden Aktivitäten in Asien und im Bereich der Menschenrechte. Gerade für Bürger und Menschenrechte setzen sich die Nau-Männer und Frauen aktiv ein. So sind die Protagonisten des Liberalismus aktives und zuarbeitendes Mitglied im Deutschen Institut für Menschenrechte und im Forum Menschenrechte. Mit entsprechenden Veranstaltungen machen sie auch in Deutschland und Europa auf bedenkliche Entwicklungen in bestimmten Ländern, regionale Strukturprobleme sowie Fälle von Menschenrechtsverletzungen aufmerksam. Das Referat kooperiert mit anderen Organisationen und Individuen, um diese zu lindern, zu verhindern oder gar zu lösen. Zielgruppengerecht schafft das Referat Asien und Menschenrechte einen Wissenstransfer vom Ausland zum Inland und umgekehrt. So können gute Ansätze, Lösungen und Impulse aus dem Ausland auch uns in Deutschland zugutekommen. Schließlich zeichnet sich Asien durch Dynamik und Innovation aus, Eigenschaften, die uns bei allem Trenden sehr wohl miteinander verbinden können. Die Grundlage jeweils die Arbeit in den Partnerländern, darüber hinaus Zusammenarbeit auf regionaler Ebene, dann aber auch internationale Aktivitäten, weil wir überzeugt sind, dass viele der Probleme, die die Menschheit heute hat, nicht auf lokaler Basis gelöst werden können, sondern internationale Lösungsansätze verlangen. Somit dient das Referat Asien und Menschenrechte als Schnittstelle zwischen den Welten, trägt zur Bewusstseins- und Bürgerbildung in der Heimat bei, während es gleichzeitig in Asien und global die Lage der Menschenrechte im Blick behält. Es koordiniert dabei die Planung und Aktivitäten, um möglichst viele Synergien zu schaffen. Das kleine Team setzt sich aus äußerst engagierten Mitarbeitern zusammen, die ihren Teil zu einer noch effektiveren Programmarbeit und Wirkung in den Projektländern beitragen wollen. Neben dem Südasien-Wissenschaftler und Politologen Ruben Dickhoff, zuständig für Südasien und Menschenrechte, sitzt Wolfgang Heinze, studierter Politologe und verantwortlich für Südost- und Ostasien.
Ihnen arbeitet die Japanologin Maite Nüsperling zu, während der Islamwissenschaftler und Politologe Olaf Kellerhoff das Referat leitet und nach außen vertritt. Gemeinsam arbeiten sie jeden Tag dafür, dass die Kollegen vor Ort den Rücken frei haben und die notwendige Unterstützung bekommen. Dabei sind sie sich ihrer Verantwortung bewusst. Jede noch so kleine Handlung kann zu einem Schmetterlingsflügelschlag werden, der Menschen in Asien zu mehr Rechten und mehr Freiheit verhelfen kann.